Mama, ist das nicht witzig? Jetzt bin ich schon seit über 3 Monaten mit Kai zusammen und lerne jetzt erst seinen besten Freund kennen. Verrückt, ne? Naja, aber es hat ja endlich doch geklappt. Naja, das hätte es auch vorher schon. Der Kai hatte einfach nicht so Lust auf ein Treffen zu dritt. Er wollte nicht, dass ich mitkriege, was ihr so unter euch Jungs bekakelt. Ach, ist doch alles ganz harmlos. Naja, komm. Also die Geschichte, wo du deinem Vater auf dem Cabrio gepinkelt hast, war dir doch schon bestimmt ein bisschen peinlich, oder? Das hat Kai dir erzählt? Ja, komm, es war doch eine witzige Geschichte. Vor allem, wo doch das Verdeck offen war, ne? Aber warte, ich fand die eine Geschichte noch viel besser. Und zwar die Geschichte, wo du einem Abend 3 Frauen abgeschleppt hast. Ja, ey, es zeigt doch nur, dass du ein ganz toller Hecht bist. Hm? Naja, nicht so ganz. Du hast ja gesagt, er hätte dann keinen Hoch gekriegt. Moment. Das war nur bei der dritten, ja? Und gegen die wirkt Wolfgang Thierse extrem feminin. Ja, ich hab dir doch gesagt, dass dem Manuel das sonst nie passiert, ne? Naja, das stimmt nicht ganz. Du hast ja gesagt, seine Freundin hätte Schluss gemacht. Deswegen. Ich fass es nicht. Was für ein Kameradenschwein. Aber du habt die doch nicht so, ne? Ich sag dir immer wieder, Frauen sind einfach wie gute Chirurgen. Die kriegen alles raus aus dir. Ja. So, nur ein Vertrauensbeweis mir gegenüber. Ich meine, es bleibt ja eh unter uns. Ja, weißt du, es ist einfach nur, du weißt irgendwie alles über mich und ich so gar nichts über dich. Okay, das kann ich verstehen. Ja. Außer natürlich, dass du beim Sex quietschst wie ein Wiesel. Und dass Kai nie oben liegen darf. Es sei denn, er trägt diese Vampirzähne wie Tom Cruise. Moment, das weiß ich jetzt nicht. Das hast du ihm alles erzählt? Unsinn. Keine Silbe. Er hat es mir auf Video aufgenommen. Kleiner Vertrauensbeweis mir gegenüber. Und sonst so? Gut, gut. Geht, ja? Ja, ja. Und